Hallo und herzlich willkommen bei All Builds Outside. Nach einer sternklaren Nacht am Karakul machen wir uns heute auf den Weg nach Kirgisistan. Auf dem Weg zur Grenze treffen wir die französische Fahrradfahrerin wieder, die mit uns mit über den Pass fahren möchte. Die Tandemfahrer, mit denen sie am Karakul gestartet ist, fahren alleine weiter. Die Aussichten hier oben sind beeindruckend, lassen sich weder im Bild noch im Film wiedergeben. Vor allem die Farben und der Himmel faszinieren. Das muss man einfach selbst erlebt haben. Schaut euch diesen Himmel an. Habt ihr sowas schon jemals gesehen? Also wenn diese Bilder kein Fernweh erzeugen, dann weiß ich auch nicht. Beim Schneiden des Filmes würde ich mich am liebsten sofort wieder in die Gegend zurückbeamen. Die Straße führt hier immer am alten sowjetischen Zaun entlang, der das Grenzgebiet zu China absperrt. Hier kommen wir an die Grenzanlage. Am ersten Schlagbaum stehen Soldaten, die die Fahrzeuge nur einzeln durchlassen und möglichst vorher in die Fahrzeuge schauen wollen. Bei mir sah der Soldat 4 Bier im Kühlschrank und erzählte mir eine Geschichte, dass nur 2 Alkohol pro Fahrzeug erlaubt wären. 2 Bier wollten sie also für sich haben. Nach kurzer Diskussion, weil es eine solche Regel ja nicht geben kann, habe ich ihnen die 2 Bier überlassen. Woraufhin die Soldaten mit grinsenden Gesichtern, wie kleine Kinder, die bei der Oma eine offene Tüte Chips abgestaubt haben, davon eilten. Nach der Zollabfertigung sammeln wir uns und fahren über den Pass, die eigentliche Grenze. Auf dem Pass findet auch das Umsteigen der Offroad-Taxis statt. Wie ich euch im vorigen Video schon sagte, ist diese Grenze ja normalerweise geschlossen und wird nur nach Voranmeldung für Touristen geöffnet. Wer nicht mit eigenem Fahrzeug unterwegs ist, kann den Übergang bei einer Agentur buchen. Man kann sich mit dem Taxi von einem Land bis zum Pass fahren lassen, steigt um in ein anderes Taxi und fährt dann hinunter in das andere Land. Die Grenzanlagen auf tadschikischer Seite waren ja schon recht schlammig, aber die Abfahrt nach Kirgisistan runter ist nochmal eine Steigerung.
Wer nicht unbedingt muss, sollte diesen Grenzübergang bei Regen und Schnee vermeiden. Alois, der ein paar Tage früher bei schlechtem Wetter hier rüber ist, hatte uns vorgewarnt. Doch wir hatten Glück, die Strecke war weitgehend abgetrocknet. Auf kirgisischer Seite kommt man an einem Militärstützpunkt vorbei, wo ein Soldat nur kurz die Ausweise kontrolliert. Die eigentliche Grenzabfertigung kommt ein ganzes Stück später. Suppose we sure do got a lot of bulls. I got everything you'll ever need. I got V8 engines for the kick-ass speed. I got everything you need, no money down. Impala for a damn good price. Transmission shot, but the brakes are nice. What's it gonna take for you to drive away in this automobile today? I got
terms on the financing. I got payments that a bum could swing. So step on up, let's make us a deal. Oh, I don't think that I can do that. Oh, I don't think my manager will approve that. Well, I'll take this back to him, but don't get your hopes up, my friend. Get your checkbook out, sir, we've got a deal. You're lucky that my manager allowed this deal. Sign your name right here and here. Initial here and here and here. Dann kommen wir zur relativ neuen kirgisischen Grenzanlage, vor der wir zunächst, obwohl nicht viel los ist, etwas warten müssen. Neben der Grenzanlage kampieren Fahrradfahrer in Zelten, die ihren Übergang wohl nicht zeitgerecht angemeldet haben. Ein Russe erkennt die französische Fahrradfahrerin, die wir mitgebracht haben, und dolmetscht an der Grenze. Diese darf recht zügig rüber. Während wir warten, kommt Erali vorbei und stellt sich vor. Über ihn haben wir den Grenzübergang für die beiden Duros beantragt. Er kann auch bei unseren anderen Fahrzeugen weiterhelfen, bei denen nicht so ganz klar ist, ob die Daten an der Grenze schon vorliegen. Die eigentliche Abfertigung geht dann recht schnell. Ein kurzer Blick in das Fahrzeug. Im Innern des Gebäudes wird noch die Einfuhr für das Fahrzeug in die Eurasische Wirtschaftsunion fertig gemacht und wir können fahren. In Saritasch besorgten wir uns Geld, holten uns eine SIM-Karte und verbrachten die erste Nacht in Kirgisistan. Am nächsten Morgen ging es dann über den 3615 Meter hohen Taldyk-Pass weiter Richtung Osh. Das Gelände hier wirkt teilweise so unwirklich, als würde man durch eine Modelleisenbahnlandschaft fahren. Die auf knapp 1000 Meter liegende Stadt Osh ist die zweitgrößte Stadt Kirgisistans und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Oblasts.
said you call me, 'cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. Als Stellplatz wählten wir den Parkplatz unterhalb des Museums am Sulaiman Tu. Hier steht man etwas abseits vom Trubel der Stadt, aber so dicht dran, dass man immer noch zu Fuß hingehen kann. Noch am gleichen Abend gingen wir in der Stadt was essen und trafen bei einem anschließenden Bier die zweite Halbgruppe wieder, die noch einen Platz beim Tess Hotel gefunden hatte. Der Innenhof des Tess Hotel war bereits durch Benny für die Vajostan-Gruppe reserviert. Jürgen fühlte sich den nächsten Morgen nicht gut, so dass Bianca und ich alleine aufbrachen, eine Versicherung abzuschließen, die Innenstadt und den Markt zu besuchen. Am Abend machten wir uns dann noch auf, das Museum am Sulaiman Tu zu besichtigen. Jürgen konnte leider nicht mitkommen. Vom Berg aus hat man eine tolle Aussicht über die Stadt. Uns reicht es dann auch schon wieder mit Lärm und Stadt. Da Jürgen am nächsten Tag immer noch nicht fit ist, trennen wir uns. Clarissa und Jürgen bleiben noch etwas auf dem Parkplatz stehen und wir machen uns alleine auf, Kirgisistan zu erkunden. Wir werden uns dann mit dem Rest der Gruppe am Izyköl-See wiedersehen. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sag danke fürs Mitfahren. Das nächste Mal fahren wir unter anderem über den Koldomo-Pass. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und vergesst nicht, ein Abo und einen Daumen hoch dazulassen.